Hi, ich grüße dich. Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von mir. Mein Name ist Stefan und heute geht es mal um Intervallaufnahmen und Timelapse-Fotografie. Viel Spaß damit. Wichtig bei der Timelapse-Fotografie ist, dass du dir für deine Kamera einen festen Standpunkt suchst. Ich habe jetzt in meinem Fall hier mal das Stativ genommen, aber du kannst natürlich die Kamera auch einfach irgendwo abstellen, wo sie einen festen Standpunkt hat. Und dann brauchst du natürlich noch etwas, was sich auch im Bild dann bewegt. Ich habe jetzt in meinem Fall die Wolken hier am Himmel, die heute relativ schnell vorbeiziehen und somit haben wir dann später im Video einen festen Standpunkt, aber ein Bewegtbild. Wir müssen jetzt noch zwischen zwei verschiedenen Situationen unterscheiden. Situation 1 ist das, was wir hier gerade haben, das heißt gleichbleibende Lichtverhältnisse. Das Bild wird immer gleich hell belichtet werden, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass du zum Beispiel im Sonnenuntergang oder auch im Sonnenaufgang fotografierst, wo wir dann in eine blaue Stunde kommen, das Ganze dann viel dunkler oder viel heller wird. Und dementsprechend müssen wir die Kamera richtig einstellen und diese Einstellung möchte ich dir jetzt mal zeigen. Als erstes stelle ich jetzt den Modus von manuell auf A, das heißt Blendenpriorität, und damit verändert die Kamera automatisch die Verschlusszeit, die Blende bleibt aber immer gleich. Dadurch haben wir die Möglichkeit, wenn sich die Lichtsituation ändert, dass die Kamera darauf automatisch reagiert und unsere Intervallaufnahme dadurch nicht gestört wird. Dann gehe ich als nächstes in das Menü und stelle hier die ISO-Empfindlichkeit noch ein. Und dafür stelle ich die ISO-Automatik auf ein und sage dann, dass hier die maximale Empfindlichkeit bei 1000 liegen soll. Dadurch vermeide ich, dass die Kamera zu hohe ISO-Werte nimmt und dadurch zu hohes Rauschen entsteht. Ich habe aber trotzdem den Spielraum, damit die Kamera später bei schwierigen Lichtsituationen trotzdem noch gute Aufnahmen macht. Dann werde ich auch noch in dem Aufnahmemenü das Active Delightening komplett ausstellen, denn das fördert auch das Flickern in der Timelapse-Aufnahme und das möchte ich auf jeden Fall vermeiden. Jetzt möchte ich dir mal ganz kurz meine Kameraeinstellung noch zeigen. Wie gesagt, ich bin im A-Modus. Ich habe jetzt hier eine 500stel Sekunde Verschlusszeit und Blende 8. Die Blende 8 wird nicht verändert, die 500stel Sekunde kann die Kamera theoretisch dann noch verändern. Ganz wichtig ist auch noch, dass wir einen festen Weißabgleich einstellen. Ich bin jetzt hier aktuell bei genau 5000 Kelvin. Das sollte sich auch nicht verändern, denn sonst wird das Video am Ende komisch aussehen. Als nächstes möchte ich jetzt die Intervallaufnahme an sich starten und dafür gehe ich wieder in das Menü, in das Aufnahmemenü rein und dann gehe ich hier unten auf Intervallaufnahme. Dann kann ich als erstes eine Startzeit aussuchen, entweder sofort oder zu einer bestimmten Uhrzeit. In meinem Fall möchte ich aber sofort loslegen. Dann kann ich als nächstes das Intervall einstellen. In meinem Fall sind das jetzt hier 10 Sekunden. Das heißt, alle 10 Sekunden wird ein Foto gemacht. Das heißt, hochgerechnet pro Minute sind das dann 6 Bilder. Je nachdem, wie schnell oder wie langsam das Video am Ende sein soll, muss man diese Zeit dann etwas verstellen. Das heißt, wenn das Video jetzt etwas langsamer abgespielt werden soll, dann muss man halt alle 5 Sekunden oder alle 4 Sekunden ein Bild machen. Und wenn es noch schneller sein soll, dann vielleicht nur ein Bild pro Minute. Und dann kann ich als nächstes noch einstellen, wie viele Fotos insgesamt gemacht werden sollen. In meinem Fall habe ich jetzt einfach mal gesagt, ich möchte 100 Bilder haben. Und wenn man das dann mal hochrechnet, wenn man mit 25 Bildern pro Sekunde das Video erstellt, dann sind das insgesamt 4 Sekunden Video. Das gefällt mir so ganz gut. Und dann kann ich jetzt hier auf Start drücken, drücke auf OK, kontrolliere nochmal den Bildausschnitt, drücke jetzt auf Start und dann bin ich fertig und die Kamera macht jetzt 100 Bilder und ich kann mir einen Kaffee gönnen. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn du Fragen hast, poste sie unten in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, viel Spaß beim Bearbeiten und Fotografieren.